Ursula Bogner war eine Komponistin elektronischer Musik, die aber elektronische Musik eher hobbyistisch in ihrem eigens angefertigten Musikstudio produziert hat. Hauptberuflich war sie eigentlich Pharmazeutin, angestellt bei Schering. Und man kann sagen, sie hat ein normal bürgerliches Leben geführt, hatte zwei Kinder, ein Familienhaus in West-Berlin. Also letztendlich doch alles quasi unter dem Deckmantel einer sehr bürgerlichen Vorstadtatmosphäre. Kann ja eben auch nur spekulativ sein, weil ich leider diese Frau selbst nicht persönlich kennenlernen konnte. Sie ist 94 gestorben. Ich habe ihren Sohn Sebastian Bogner zufälligerweise auf einem Flug kennengelernt. Er saß neben mir und über den üblichen Smalltalk kam mir dann sehr schnell eben darauf, dass eben seine Mutter auch elektronische Musik produziert hat. Sie hätte eigentlich auch nicht wirklich Interesse gehabt, damit an die Öffentlichkeit zu treten, obwohl sie auch an Musikseminaren in den 60er Jahren, zum Beispiel bei Herbert Eimert, teilgenommen hat. Also sie war höchstwahrscheinlich schon Teil einer Szene, hat aber nur partizipiert, rezipiert, ist eben nicht als Produzentin oder so in Erscheinung getreten. Es ist ja immer das Problem, wie wir solche alten Aufnahmen auf die Bühne bringen können. Die Leute wollen ja natürlich auch Konzerte sehen. Und was wir jetzt machen, eben zusammen mit Andrew Peckler, der ja auch eben die zweite Ursula Bogner Veröffentlichung kompiliert hat, das ist, dass wir auf der Bühne die Original-Tonband-Loops abspielen mit einer Bandmaschine und dazu improvisieren. Also wir haben ein Setup, das man kann sagen vergleichbar ist mit den Apparaturen, die es eben auch damals gab. Und wir improvisieren dann quasi mit Oszillatoren und Sequencern, spielen quasi über die Original-Tonbänder oder bearbeiten auch die Tonbänder. Schon ziemlich bald, als die erste CD Veröffentlichung erschienen ist, gab es dieses Gerücht, dass ich als Produzent in Drag, also mit Perücke als Frau verkleidet, hinter Ursula Bogner stecke. Klar, exzentrische Fotos sind natürlich nicht von Vorteil, wenn man die Glaubwürdigkeit einer Person unterstreichen möchte oder so. Also es war natürlich bewusst ausgewählt, weil diese CD-Veröffentlichung auch ein Kommentar zur Zeit sein sollte, in dem Sinn, dass gerade jetzt in den letzten 5 Jahren sehr viele CDs veröffentlicht worden sind, die mehr oder weniger wie ein archäologischer Fund präsentiert worden sind, also irgendeine Obskurität eines von mir aus in New Orleans lebenden
Meeresforschers, der auch elektronische Musik gemacht hat. In diese Falle wollte ich eigentlich nicht fallen. Und deswegen habe ich eben versucht, diese Dissonanzen auch einzubauen, dass quasi dieser Verdacht schon auch im Raum stehen soll. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Leute einfach ein Gerücht, das schon mal in den Raum gesetzt wird, einfach übernehmen und abschreiben. Und ich finde auch interessant, wie bieder der Journalismus eigentlich damit umgeht. Andere haben natürlich Angst, da auch in die Falle zu tappen. Jede Rezension fängt dann meistens auch damit an, dass es eigentlich ein Fake ist, weil kein Journalist spielerisch damit umgeht. Ich würde es schön finden, wenn Journalisten sich einfach der Sache anders nähern, in dem Sinn zum Beispiel, dass sie einfach diese Geschichte mitspielen bzw. diesen Fake-Verdacht aushöhlen, einfach neue Geschichten, neue Gerüchte in den Raum werfen.